glaube, hilft uns keiner wieder weiter. Wir stehen wieder am Fleck und ja, ich denke, es hat sehr gut ausgeschaut. Heute haben wir 20 geführt wieder und ja, und durch den depperten Eigenfehler kriegen wir wieder das 2-2 in der 85. Nee, kann es mir nicht klären, gehen wir schon langsam echt am Zager. Perfekt begonnen und dann ist die erste Halbzeit leider ein bisschen so dahin geplätschert. Wir haben leider dann wenig Fuß gespielt und das hat man dann erste Halbzeit auch gesehen. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir über die Zweikämpfe ins Spiel kommen und ich glaube, das ist uns eigentlich gelungen. Und dann hätten wir uns eigentlich einen Sieg verdient und haben wir dann unnötig hergeschenkt. Auf jeden Fall zwei verlorene Punkte. Wir haben überfallsartig begonnen in dem Derby mit einem sehr schnellen Tor. Das sollte uns normalerweise pushen. Das hat es eigentlich auch gemacht in den nächsten 20, 25 Minuten. Dann hatten wir wieder einen leichten Rückfall, wo wir Rapid mehr ins Spiel kommen haben lassen. Und ja, wir haben uns dann zum Schluss auch noch selber bestraft, dass wir den ersten Dreier in der Saison aus der Hand gegeben haben. Na, wenn du 2-1 so lange führst, dann willst du natürlich auch gewinnen. Deswegen eine große Enttäuschung. Aber die Leistung war gut. Wir haben gegen eine starke Rapid gespielt. Wir haben sehr gut begonnen, müssen gleich nach dem frühen 1-0 Führungstreffer das 2-0 machen. Dann ist Rapid mehr aufgekommen. Zweite Halbzeit haben wir es dann wieder besser gemacht und haben auch die Chancen gehabt, dass wir das Spiel gewinnen können. Ja, wir haben uns vorgenommen, dass wir vollgas in das Spiel gehen, dass wir eben das Derby gewinnen. Weil mit einem Sieg bist du wieder vorne dabei, kannst du wieder Anschluss fassen dann nach vorne. Und ja, es hat lange Zeit sehr gut ausgeschaut. Und stehen wir wieder mit einem Punkt da. Ich weiß nicht, ob wir nicht gewinnen können oder was da los ist, aber das ist einfach ein Wahnsinn. Wir haben dann einfach zu wenig nach vorne gepresst, zu wenig kompakt gezeigt und das haben sie halt ausgenutzt mit ein paar Konter und dann haben wir leider das Tor gekriegt, aber nach dem 2-1 haben wir es eigentlich auch wieder klar im Griff gehabt, aber dann kriegen wir leider das scheiß Goal. Wir haben schon vor dem Spiel gewusst, dass wir hier mit einem Sieg wirklich einen Grundstein legen können für eine mögliche kommende Serie. Und dieses Unentschieden, das hilft wirklich keinem weiter und es sind auf jeden Fall zwei verlorene Punkte. Ich denke, genau in dieser Situation hat sich Rapid dann besser auf uns eingestellt. Die haben dann auch guten Kombinationsfußball gezeigt, das hat man gesehen. Für mich war der Schaub, solange er Kraft hatte, wirklich der herausragende Akteur in der Offensive bei Rapid. Er hat auch das 1:1 sehr gut vorgelegt. Wir haben dann auch mit zu langen Bällen agiert, das haben wir in der Halbzeit besprochen. Dann haben wir wieder besser Fußball gespielt, auch in der zweiten Halbzeit sehr gut begonnen und haben mit dem Manuel Ortlechner die Standardsituation, eine sehr, sehr große Kopfballchance gehabt. Mit dem Alexander Gorgon noch einmal, dann mit dem Larsensträger und ja, normal musst du das Spiel, obwohl Rapid sehr gut war, trotzdem gewinnen. Wir haben schon alle gehofft mit den 3 Punkten. Aber so ist Fußball, kriegst du natürlich wieder in der 86. das Tor und ja, in der Situation, wo wir gerade sind, passiert sowas. Wenn du Erster bist und gewinnst alle Spiele, dann verlierst du den Ball nicht oder der Ball köpfelt da drüber oder was weiß ich, aber ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Wir müssen uns da trotzdem einen Kopf weiter oben haben und ja, weiter Gas geben. Irgendwann muss das Klug zurückkommen, weil sonst kann ich mir nicht erklären. Naja, extrem zart. Es ist extrem scheiße, weil wir müssen uns jedes Mal rechtfertigen, weil wenn wir mal gewinnen täten, dann würden wir mal die Leichtigkeit wieder kriegen. Man sieht trotzdem in einzelnen Situationen, dass einfach die Verkrampftheit trotzdem da ist, weil wir noch nie gewonnen haben. Und wir hätten uns einfach belohnen müssen heute, dann war das wieder abgefallen. Aber so müssen wir nächste Woche wieder Gas geben und wieder schauen, dass wir endlich einmal den Dreier holen. Wir müssen geduldig sein, die Fans müssen geduldig bleiben. Und ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir endlich aus dem Loch kommen. Wenn man gegen Rapid 2-2 spielt, wenn man das Spiel über 90 Minuten betrachtet, dann ist gegen Rapid kann man dann zu Hause auch 2-2 spielen. Ja. Aber wir hätten schon das eine oder andere Spiel im Vorfeld gewinnen müssen. Unheimlich schwer, weil man das schon, glaube ich, seit 3-4 Wochen die ganze Zeit durchkaut, wo man sagt, ja, aber heute und heute muss es gelingen. Und es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen Verkrampfung und locker lassen, versuchen vielleicht besser zu spielen, in verschiedenen Situationen ruhiger zu bleiben, aber es ist uns heute teilweise gelungen, aber im Endeffekt haben wir uns dann wieder selber bestraft.